الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine geehrten Geschwister im Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gnade, dass er uns hier und heute versammelt hat, dass wir die Religion Allah subhanahu wa ta'ala lernen dürfen, Allah subhanahu wa ta'ala gedenken dürfen und uns versammelt haben, um Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Sitzung und mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala und mit dem Streben nach Wissen Allah azza wa jal anzubeten. Und wir werden inshallah heute weitermachen in der Reihe die 40 Hadithe von Imam al-Nawawi rahmatullah alayhi mit dem vierten Hadith, Hadith al-Rabi' min al-Arba'in. Und in diesem Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an Abi Abdirrahman, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الله سبحانه صلى الله عليه وسلم wie hier überliefert in den 40 in den 40 Hadith von Imam Nawawi. Wir haben gestern schon ein bisschen darüber geredet und wie gesagt die Vorträge alle anderen, ich glaube 8 oder 9 Vorträge von den ersten 2 Hadithen oder 3 Hadithen sind auch auf meiner Seite, wenn einer Interesse hat, diese zu hören. Und diese 40, liebe Geschwister, diese 40 Hadithe von Imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, die sind nicht einfach irgendwelche Hadithe, die ein jeder von uns so auswählen würde, wenn er 40 oder ungefähr 40 Hadithe auswählen würde. Und so ist es bei vielen Gelehrten, wie bei Umdat al-Ahkam oder bei vielen Hadith oder allgemeinen Büchern von den Gelehrten, wo sie Hadithe ausgewählt haben. Ja, und die haben natürlich mit ihrem Wissen das gemacht und sie haben das oft aufgeteilt in Abwab, wie bei Sahih al-Bukhari oder Muslim oder Riyad al-Salihin und so weiter, ja, die Garten der Tugendhaften etc. Wo haben sie das aufgeteilt? In verschiedenen Kapiteln. Entweder die mit dem Fiqh, im Fiqh-Bereich zu tun haben, wie man das Gebet, Tahara, Al-Janaiz, ja, also der Leichnam, Totengebet etc., Bab, Al-Buyu', Handel, im Handel etc. Und dann haben sie ihre, ja, in diesen verschiedenen Bereichen, die wir alle im Leben brauchen, entweder bei den Ibadat direkt oder bei den Angelegenheiten, die im Leben passieren, ja, wie zum Beispiel auch der Handel und der Tod etc. Und dann haben sie dann dafür auch Hadith auserwählt. Und Imam Nawawi rahmatullah alayhi hat hier diese 40 Hadithe auserwählt, circa 40 Hadithe, die auch wirklich ausgesucht sind. Und dann, wenn man die wirklich alle dann durchnimmt, ja, liest, lernt, das Verständnis davon sich aneignet, dann sieht man auch, dass sie eine bestimmte Art und Weise hatten, ihre Vorgehensweise nicht unbedacht war. Sondern sie haben wirklich, also wie Imam Nawawi rahmatullahi alayhi, hat hier circa 40 besondere Hadithe auserwählt, die eigentlich sozusagen die ganze Religion dir servieren. Ja, wenige Hadithe, wenn du siehst, wie viele Hadithe es gibt, ja, so hat er ungefähr 40 Hadithe auserwählt, aber diese 40 haben es in sich. Ja, so wie zum Beispiel, wenn wir dann nehmen, in den Akhlaq, ja, was die Akhlaq angeht, und ihr wisst ja nie, der Charakter eines Menschen, die Wesensart, wenn du dann die Hadithe dafür nimmst, so gibt es unzählige Hadithe, die diesen Bereich, sag ich mal, behandeln. Unzählige Hadithe. Hunderte, vielleicht sogar tausende Hadithe. Ja, die unter dem, aber es gibt Gelehrte, die haben dann 4 Hadithe genommen und sie haben gesagt, das Essentielle oder das Allerwichtigste von dem Akhlaq. Akhlaq kannst du 4 Hadithe nehmen, Akhlaq. Wenn du das hast, hast du die besten Akhlaq. Ja, sozusagen ist das die Säulen von Akhlaq. Und so ist es bei diesen Hadithen auch von Imam Nawawi rahmatullah alayh. Er hat wirklich das Wichtigste vom Wichtigsten genommen, was die Religion beinhaltet. Wenn du diese 40 Hadithe nimmst,
lernst, verinnerlichst, praktizierst, bist du inshallah ein super Muslim. In Aqida, in der Sunna, im Manhaj, in Akhlaq, in Charakter, in allen Dingen bist du Top-Muslim sozusagen. Ja? Deswegen haben sie ihre Vorgehensweise war so. Ja, sie haben es nicht einfach so gemacht, sondern sie haben eine bestimmte Vorgehensart gehabt. Und deswegen inshallah, sieht man auch das schon alleine, wie die begonnen haben. Der erste Hadith was? Ja, erster Hadith, innama al-amalu binniyat. Ja? Der zweite Hadith, Hadith Jibril, beinhaltet Islam, Iman, Ihsan, Maratibul Iman. Ja? Die Maratib, die Stufen der Religion. Und dann der dritte Hadith, Buni al-Islamu ala khams, der Islam ist aufgebaut auf fünf Säulen. Und der vierte Hadith ist der Hadith, den wir heute durchnehmen. Und der ist auch azim und gewaltig in diesem Bereich. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, beziehungsweise Abdullah ibn Mas'ud, Abi Abd al-Rahman, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, einer der großen Gefährten, er begann den Hadith und er sagte, حدثna Rasulullah s.a.w. sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq. Er sagte, uns gesagt hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er fügte hinzu, as-sadiq al-masduq. Der Wahrhaftige, der von Allah unterstützte, ja, der begleitet wird und unterstützt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Wahrhaftige, der Wahrheitssprechende. Und er sagte das natürlich, warum? Mit einem Grund. Und der Grund ist was? Dass dieser Hadith bestimmte Dinge behandelt von Al-Umur al-Ghaybiyya. Von Al-Ghayb. Er behandelt Sachen, die verborgen sind, die man mit dem Auge nicht sehen kann, an die man glauben muss. Und deswegen sagte er, As-Sadiq al-Masduq. Uns hat überliefert, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Wahrhaftige. As-Sadiq. Weil jetzt kommen Informationen, die verborgen sind für die Menschen. An die man glaubt, im Verborgenen. Und das ist der Glaube des Gläubigen. Ja? Die haben keinen Zweifel darin. Sie glauben an das, was die Propheten gebracht haben. Was im Koran überliefert wurde und was authentisch überliefert wurde. Sie glauben daran. Ja, so wie Allah sie beschreibt im Koran. Thumma lam yartabu. Die Gläubigen sind diejenigen, die glauben. Thumma lam yartabu. Und dann haben sie keinen Zweifel mehr. Also, so wie Allah am Anfang sagt von Surat al-Baqarah. Dhalika al-kitabu la rayba fih. Ha? La rayba fih. Hudan lil-muttaqin. Das ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Was ist ihr Glaube? Alladina yu'mina womit? Yu'mina bil-ghaib. Alladina yu'minuna bil-ghaibi. Es sind diejenigen, wer sind diese Gläubigen, die Allah beschreibt am Anfang des Korans, Surat al-Baqarah, da werden beschrieben drei Leute. Drei Arten von Menschen, die es gibt, und es gibt keine vierte Art sozusagen. Die Gläubigen und die Ungläubigen und die Heuchler. Mit ihren Anzeichen auch oder mit ihren Eigenschaften. Und bei den Gläubigen, Allah beschreibt die Gläubigen, eine der ersten Beschreibungen von ihnen, Alladhina yu'minuna bil-ghaib. Sie glauben an das Verborgene. Das sind ihre Eigenschaften. Denn daran zu zweifeln, wäre Unglaube. Deswegen sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, حدثna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq. Dann sagte er, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Einer von euch wird erschaffen im Leib, ja, im Leib seiner Mutter 40 Tage Nutfa. 40 Tage als Nutfa. Nutfa ist der Samen, ein Tropfen Wasser. Ja, der Samen, der vom Mann in die Gebärmutter, der Mutter, im Leib der Mutter, im Gebärmutter Platz findet. Das ist die Nutfa. Nutfa ist sozusagen eine Flüssigkeit. Der Samen.
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. Also es bedeutet, seine Schöpfung, und hier ist damit eigentlich gemeint, mit 40 Tagen, mit خلقه يجمع أحدكم يجمع إن أحدكم يجمع خلقه, einer von euch oder ein jeder von euch wird im Leib seiner Mutter, im Bauch seiner Mutter, يُجْمَعُ خَلْقُهُ, seine Schöpfung wird zusammengebracht und dauert an 40 Tage als Nutfer. Und wie gesagt, Nutfer bedeutet einfach, dass er 40 Tage lang eine Flüssigkeit ist. Wasser. Samen, eine Flüssigkeit, und die findet im Leib der Mutter, in der Gebärmutter 40 Tage Platz als Nutfer, diese Flüssigkeit. Danach, und dann sagte er weiter, und danach wird er genauso lange sein, 40 Tage Alaqa. Und dann wird er gleiche Maßen sein, genauso lang sein, auch wieder 40 Tage, Mudra. Also wir sehen hier im Hadith, lehrt uns Allah subhanahu wa ta'ala die Atwar, die Geschehnisse und verschiedenen Abschnitte der Entstehung des Menschen im Leib seiner Mutter. Somit fängt der Hadith an. Die verschiedenen Ereignisse am Anfang der Entstehung des Menschen im Leib seiner Mutter. Das heißt, 40 Tage zuerst, die ersten 40 Tage, ist man einer Nutfa. Das ist eine Flüssigkeit nur, der Samen. Und daraufhin, und diese, da vermischt sich der Samen des Mannes, ja, die Flüssigkeit, mit der Flüssigkeit der Frau und die Chromosomen. Und wenn die sich vermischen, daraus entsteht dann Junge oder Mädchen und so weiter. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, وَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَنِيِّ, also und nicht von jedem Samen entsteht das Kind. Wir wissen ja selbst, es gibt ja, Allahu alam, wie viel? Tausende oder Millionen Samen, und davon nicht von ihnen. Der Prophet Muhammad hat das schon vor 1400 Jahren gesagt. Nicht von allem Samen kommt das Kind. Ja? Also das, was dann befruchtet oder befruchtet. Und da, subhanallah, auch von dieser Sache haben auch die Gelehrten direkt natürlich, die Gelehrten, die schauen auf sehr, sehr viele Vorzüglichkeiten, auf viele Informationen, die wir daraus entnehmen können. Und dann nehmen die hier aus, sagen die Gelehrten, wenn der Mensch erschaffen wurde, aus was? Aus Samen, aus dieser Flüssigkeit, warum ist er dann hochmütig? Wie kann er dann hochmütig sein? Wie kann es sein, dass ein Mensch hochmütig wird, hochnäsig wird, wenn doch seine Schöpfung, seine erste Schöpfung, eine Flüssigkeit war? Allah Azza wa Jalla sagt was? Allah Azza wa Jalla sagt, أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Hab ich euch nicht etwa aus einer Flüssigkeit erschaffen? Und Mahin ist so wie erniedrigt, oder? Und wenn ein Mensch, dann ist eine zusätzliche Information sozusagen, Tarbawiya, dass man davon sich erziehen lässt, wenn der Mensch sein Asl, seine Wurzel, darüber nachdenkt, dann weiß er, dann hat er Grund genug, nicht hochmütig zu sein und niemals hochmütig zu sein. Warum? Weil er muss sich einfach an seine Grundsubstanz erinnern, an seine Entstehung erinnern. Wie bist du entstanden? Oh, du, der König bist oder der kein König ist. Oh, du, der hochmütig ist. Hochnäsig ist, aus irgendeinem Grund, der dir vom Shaitan, vom Übel,
des Satans oder vom Übel deiner eigenen Seele herbeigerufen wurde. Denke nach über deinen Ursprung. Dein Ursprung ist Samen. Und dein Ursprung ist, dass du auf diese Welt gekommen bist, nachdem du zweimal den Genitalbereich passiert hast. Du bist zweimal vom Genitalbereich rausgekommen. Stimmt's oder nicht? Einmal vom Genitalbereich des Mannes, der Samen, und einmal bist du auf die Welt gekommen vom Genitalbereich der Mutter. Und dann bist du so auf die Erde gekommen, das ist dein Anfang, dein Ursprung. Dein Ursprung ist, du gehst aus dem Ort raus, wo man uriniert. Und du bist dadurch passiert zweimal. Und dein Ende, am Ende deines Lebens, wirst du eine Jifa sein, die ein Grab ist. Ja? Eine verendete Leiche. Ja? Du wirst tot sein und du wirst verenden und die Würmer werden dich essen. Und zwischen diesen Zweien, zwischen dieser Entstehung, deinem Ursprung und deinem Ende, dass du in ein Grab gelegt oder gelegt wirst, dazwischen trägst du in deinem Bauch was? Trägst du Al-Adhira. Ja, Urin und was da drin ist. Deswegen, wie kannst du hochmütig werden? Auf was willst du hochmütig sein? Welchen Grund kann man haben, als Mensch hochmütig denn zu sein? Wenn du deinen Ursprung kennst und deine Zukunft kennst und weißt, was du mit dir jeden Tag rumträgst in deinem Leib, dann warum? Deswegen, das darf man nicht. Deswegen gehört das zu den schlimmsten Sünden und deswegen war das die Sünde, die Iblis dazu gebracht hat, dass Allah ihn verflucht hat. Al-Kibr. Die erste Sünde, die es in diesem Dasein gab. Die es gab von den größten Sünden und die dann bedeutet hat, Jahannam für Iblis. Was? Al-Kibr. Al-Kibr hat ihn dazu gebracht. Das nur, wie gesagt, als zusätzliche Information beziehungsweise Ermahnung, wenn man schon über diese Sachen redet, dass der Mensch sich erinnert an seinen Ursprung. Damit er wirklich keinen Grund hat, du hast keinen Grund, hochmütig zu sein, hochnäsig zu sein, zu denken, du bist was Besseres aufgrund deiner Nationalität, deiner Herkunft, deines Geldes, deiner Macht, deiner Muskeln, irgendwas. Das ist kein Grund, weil dein Ursprung ist bekannt, dein Ende ist bekannt und dazwischen ist auch alles bekannt. Ja, dass du alleine schon jeden Tag zur deine Notdurft verrichten musst, auf Toilette gehen musst und dein Ursprung, komm. Ja, das zeigt, dass man keinen Grund hat dazu, hochmütig zu sein. Danach, nachdem man 40 Tage Nutfa war im Leib der Mutter, in der Gebärmutter. Danach ist man 40 Tage eine Alaqa. Danach ist der Mensch, ändert er sich zu einer Alaqa. Und Alaqa ist ein Blutklumpen. Dann ist man 40 Tage lang danach ein Blutklumpen. Kleiner Klumpen Blut. Ja? So ähnlich wie wenn Blut, sag ich mal, entweder getrocknet ist oder so wie die Leber ähnlich. Ja? Ist man 40 Tage lang eine Alaqa. Nach diesen 40 Tagen ist man 40 Tage lang eine Mudra. Und eine Mudra ist ein Stück Fleisch. Und das hat eine bestimmte Größe. Und der Prophet Muhammad sallam beschrieb sie so wie die Größe eines Stück Fleisch, was man kaut. Wie man im Mund hat, wenn man ein Stück Fleisch hat. Das heißt, ja, so ein kleines Stück Fleisch. Ganz genau explizit beschrieben, wie man isst. Diese Ator, diese verschiedenen Stationen, die man hat im Leib der Mutter. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallam, danach kommt Al-Malak, ein Engel, und der haucht dann ein, die Seele, in dieses Embryo. Also nach wie vielen Tagen? Nach 120 Tagen. Das heißt 4 Monate. Nach diesen 4 Monaten kommt der Melek
Und er haucht ein die Seele in dieses Embryo. Und dann haucht er damit auch gleichzeitig ein 4 verschiedene Dinge von diesem Menschen. Ja? فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Dass er, und dann wird eingehaucht 4 verschiedene Wörter sozusagen. Im Arabischen kann man auch Wörter zu, also Sätzen auch Wörter sagen übrigens. Dass man geschrieben steht, Rizqa, seine Versorgung, وأجله, und seine, ja, sein Leben, wie lange er lebt, also wann er sterben wird, und seine Taten, وشقيٌ أو سعيد, und ob er zu den Glücklichen gehört, oder, والعياذ بالله, zu den anderen. Das heißt, ob der ins Paradies gehen wird, oder ob der in die Hölle geht. Diese 4 Sachen werden, wenn er die Seele eingehaucht wird in dieses Lebewesen, ja, nach 120 Tagen, nach 4 Monaten, dann werden auch diese Dinge festgeschrieben. Ganz genau festgeschrieben. Was? Sein Risk, seine Versorgung. Ganz genau, was du haben wirst in deinem Leben. Bis zum letzten Cent. Und sein Lebensdauer, es wird aufgeschrieben, ganz genau, wann du stirbst. Nicht nur das Jahr, nicht nur der Monat und nicht nur der Tag, sondern auch die Uhrzeit, bis auf die Sekunde sogar. Wird genau aufgeschrieben, wann du stirbst. Und du wirst niemals vorher sterben können und niemals später sterben dürfen. Oder können. Und dann seine Taten, die er machen wird, und سَعَادَتِهِ مِنْ شَقَاوَتِهِ, und ob er Shaqi ist oder Sa'id. Und ob er glücklich sein wird, ein Paradiesbewohner sein wird oder ein Höllenbewohner sein wird. Das wird wann aufgeschrieben? Das wird schon aufgeschrieben, wenn er im Bauch seiner Mutter ist, der Mensch. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dieser gewaltige Hadith ist auch azim, gewaltig in diesem Bereich, im Bereich von Al-Qadr, von der Vorherbestimmung. Weil es zeigt uns hier wieder, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles aufgeschrieben hat. Alles aufgeschrieben hat. Und natürlich werde ich jetzt nicht ins Detail gehen mit Al-Qadr, weil wir haben das schon im zweiten Hadith gehabt, im Hadith Jibril. وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرْ شَرِّهِ وَخَيْرِهِ. Da haben wir das schon ausführlich, ich glaube sogar einen ganzen Vortrag darüber gehalten, über dieses Thema. Aber hier ist es auch nochmal speziell oder explizit nochmal genauer genommen, bestimmte Punkte des Qadr. Und in diesem Bab, in diesem Kapitel von der Vorherbestimmung, und das ist natürlich ein großer Bereich im Iman, im Bereich des Iman, weil es ist eine Säule der 6 Säulen des Glaubens, und derjenige, der an diese Säule nicht glaubt, ist auch kein Muslim, so wie Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte, als die 2 Männer aus Al-Basra gekommen sind, Umayr ibn Yahya und sein Begleiter, ich habe den Namen vergessen, und sie dann gesagt haben, ja, als sie Umra oder Hajj gemacht haben und dann die Sahaba aufgesucht haben, um sie danach zu fragen, nach dem Irrglauben, ja, oder nach der falschen Glaubenslehre, die die Leute, manche Leute im Irak, in Basra, zu jener Zeit hatten. Und das war ja zur Zeit der Sahaba, radiallahu anhum. Er hat ja gefragt, wen? Abdullah ibn Umar, den Sohn von Umar, ein Sahabi. Und Abdullah ibn Umar ist wann gestorben? Ja, im 73. Jahr der Hijra. Das heißt, in der Zeit der Sahaba, wie wir ja schon gesagt haben, sind schon viele Sekten, mehrere Sekten, zum Erscheinen oder zum Vorschein gekommen. Khawarij, ja, und dann auch diese Al-Qadariyya, die dann Al-Qadr abgelehnt haben. Die haben gesagt, die Sachen sind unuf, passieren einfach so. Ja, la Qadr, die haben gesagt, es gibt keinen Qadr. Wann ist das? Zur Zeit des Sahaba. Und diese 2, Yahya ibn Amr und sein Name liegt mir auf der Zunge, aber ich komme nicht rauf, ja, und sein Begleiter, sie haben gesagt, komm, wir gehen, lass uns
vielleicht die Sahaba treffen und sie fragen nach der Glaubenslehre dieser Leute. Und dann haben sie Abdullah ibn Umar getroffen. Und dann haben sie gesagt, wir haben Leute bei uns, ja, yaqtarifun al-ilm, die studieren viel, die streben sehr viel nach Wissen. Aber sie sagen, es gibt keinen Qadar. Es gibt keinen Qadar. Die Sachen passieren einfach so. Dann hat Abdullah ibn Umar radiallahu anhu mal zu ihnen was gesagt? Hat er ihnen gesagt, wenn ihr zurückgeht zu diesen Leuten, dann sagt ihnen, ich bin losgesagt von ihnen und sie sind losgesagt von mir. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Und berichte ihnen, sag ihnen von mir aus, dass wenn einer von ihnen einen Berg oder den Berg von Uhud aus Gold hätte und ihn spenden würde, Allah wird von ihm nichts annehmen, null annehmen, solange sie nicht mit dem Qadar, an den Qadar glauben. Das ist eine Säule des Imans, eine Säule des Glaubens an Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wie die Salaf radiallahu anhum gesagt haben, al-Qadr sirrullahi fi khalqi, das ist denn das Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Schöpfung. Und so wie Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum sagte, al-Qadr ist Nizam al-Tawhid, ist die Regelung. Ja, die Regelung des Tauhids. Der Tauhid ist geregelt mit Al-Qadr. Das hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal gesagt. Und wie gesagt, in diesem Hadith ist es auch nochmal deutlich, dass Al-Qadr eine sehr, sehr wichtige Sache ist im Glauben des Islams. Alles wurde aufgeschrieben. Wer wie lange lebt, seine Versorgung, sein Leben, seine Taten. خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah sagt im Koran, wir haben euch erschaffen und das, was ihr macht, erschaffen. Die Taten sind erschaffen und wir sind erschaffen und die Esbab, die Gründe sind erschaffen. Alles ist erschaffen von Allah. Alles ist erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch unsere Taten, die guten Taten und die schlechten Taten, von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Natürlich, er will nicht, dass wir das Schlechte tun. Aber Allah hat sie erschaffen. Weil wenn Allah sie nicht erschaffen hätte, ich habe mit einer Frau diskutiert, stundenlang ehrlich gesagt, sie war Muslima, ist vom Islam. Dann nach Jahren hat sie wieder den Islam verlassen. Und das war ein Problem für sie. Dieser Glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Schlechte erschaffen hat. Obwohl es eigentlich für den Muslim leicht ist. Allah hat das Schlechte erschaffen, aber Allah will nicht das Schlechte. Allah hat es ja verboten. Und hat dann, aber wir leben ja in einem Test. Allah hat es verboten. Allah hat es natürlich erschaffen. Wenn du sagst, Allah hat es nicht erschaffen, es kann nicht sein, dass Allah etwas Schlimmes erschafft. Das Töten oder das Lügen oder, ja. Wenn Allah das nicht erschaffen hat, dann haben wir keine andere Wahl, außer dass wir sagen, es gibt einen anderen Schöpfer neben Allah. Weil gibt es das oder gibt es das nicht? Das Töten und das Lügen und das. Das gibt es, oder? Existiert oder existiert nicht? Existiert. So, und wir sagen, im Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, glauben wir, dass alles außer Allah seine Schöpfung ist. Alles, was nicht Allah ist, Rabbul Alamin. Und Alam ist was? Alles, was nicht Allah ist. Wer hat das erschaffen? Alles hat Allah erschaffen. Alles, was es gibt. Das Gute und das Schlechte. Aber er hat das Schlechte nicht erschaffen, weil er das Schlechte will. Sonst hätte er nicht es verboten gemacht und für denjenigen, der es macht, eine Hölle erschaffen und ihn bestraft. Es würde keinen Sinn ergeben. Und wenn wir sagen würden, nein, Allah hat es nicht erschaffen, dann müssten wir sagen, es gibt einen anderen Schöpfer neben Allah. Weil woher kommt das sonst? Diese Sache oder diese Tat, woher würde es sonst kommen? Wenn es Allah nicht gemacht hätte, nicht erschaffen hätte, dann müssten wir zweifelsohne sagen, dass ein anderer Schöpfer da ist außer Allah. Das wäre wieder Schirk. Ja, in der Rububiyya. Deswegen natürlich hat Allah alles erschaffen. Und Allah hat das Schlechte auch erschaffen. Er hat uns erschaffen und was wir machen. Und alle Sachen aufgeschrieben, weil er das schon wusste, was wir machen werden. Und Allah Azza wa Jalla hat auch aufgeschrieben, wie dein Ende sein wird. Ob du ins Paradies kommst oder in die Hölle kommst. Ja, dann sagst du vielleicht, ja, verfiem al-amal, so wie die Sahaba gefragt haben, warum sollen wir dann überhaupt was tun? Wenn es sowieso so festgeschrieben ist. Aber du weißt das doch nicht. Du weißt ja nicht, ob du ins Hölle oder ins Paradies gehst oder in die Hölle. Deswegen kannst du jetzt nicht da zu Hause sitzen und sagen, okay, ich bete jetzt nicht. Ich gucke dann, wo ich hinkomme. Ja, du tust gerade was, du unterlässt das Gebet. Ja? Du
kannst auch nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nicht nach einer Arbeit suchen, weil vielleicht finde ich keine Arbeit. Ja, dann wirst du auf 100% keine finden. Du musst schon Asbab machen. Aber du weißt nicht. Allah weiß schon, ob du eine finden wirst oder nicht. Ja? Weil Allah weiß ja, was morgen passiert. Aber du weißt es nicht. Mach! I'malu! Macht! Und diese Sachen, liebe Geschwister, die aufgeschrieben wurden, davon gibt es verschiedene Sachen. Oder verschiedene Arten des Aufschreibens von dem, was alles passiert. Einmal wurde alles aufgeschrieben, 50.000 Jahre bevor Allah subhanahu wa ta'ala Himmel und Erde erschaffen hat. Hat Allah azza wa jalla einen Stift erschaffen und hat ihm befohlen aufzuschreiben. Da hat der Stift was gesagt, was soll ich aufschreiben? Da hat Allah ihm befohlen, schreib auf alles, was sein wird, bis Yawm al-Qiyamah. Und so wie Abdullah ibn Abbas oder Abdullah ibn Mas'ud, einer von ihnen, ich glaube, es war Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, er sagte, alles ist aufgeschrieben worden, sogar, dass du deine Hand so an deinem Kinn hältst, wurde aufgeschrieben. So wie du da gerade sitzt, so. Das hat Allah aufschreiben lassen, 50.000 Jahre, bevor Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Subhanahu wa ta'ala. Das ist was? Das ist die Qudra von Allah. Das ist das Wissen von Allah. Die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er hat es erschaffen und er weiß, was das ist und was da passieren wird. Er hat es ja gemacht. Er macht das ja. So wie der Mercedes-Hersteller, der weiß, was in einem Mercedes, wie der den baut, was da reinkommt für Kabel, Elektrik, dieses, mehr, alles. Er macht das ja. Ja? Er hat das ja zusammengestellt sozusagen. Allah Azza wa Jalla hat das alles gemacht, Allah weiß, was passiert. Und Allah Azza wa Jalla weiß alles. Und Allah Azza wa Jalla hat, At-Taqdir Al-Aam, nennen wir das. At-Taqdir Al-Aam. Allah hat alles aufschreiben lassen. Alles aufschreiben lassen. Vor Entstehung der Himmel und Erde, 50.000 Jahre schon vorher. Und dann gibt es ein Aufschreiben, was jährlich passiert. Und wann? Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, Allah lässt aufschreiben, alles was passiert bis zum nächsten Jahr, wieder zur Nacht der Vorherbestimmung. In den letzten 10 Tagen von Ramadan. Jedes Jahr wird auch alles aufgeschrieben. Und das ist At-Taqdir As-Sanawi. Die jährlichen Geschehnisse werden aufgeschrieben. So wie Allah Azza wa Jalla sagt, auch im Koran, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Und dann gibt es auch noch At-Taqdir al-Umuri. Und das ist dieser, den wir gerade haben in diesem Hadith. Ja, von einem Menschen selbst wird aufgeschrieben, alles aufgeschrieben, wenn der Engel die Seele hineinhaucht ins Leib der Mutter. Da wird aufgeschrieben, alles. Wie viel Versorgung du bekommst, dein Leben lang komplett, wie viel Versorgung, was du für Taten machen wirst und wann du sterben wirst, wie lang dein Leben sein wird und wo du stirbst, wie du stirbst. Und es wird aufgeschrieben, ob du ins Paradies kommst oder in die Hölle. Und dann gibt es noch natürlich At-Taqdir Al-Yawmi. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Wie Allah sagt in Surat Ar-Rahman. Ja? Und dann, liebe Geschwister, wenn die Seele hineingehaucht wird vom Engel in dieses Lebewesen, in das Embryo, ja, ab dann ist es erst lebendig. Dann zählt der Mensch erst als lebendig. Davor ist er tot, eine tote Materie. Diese ersten 120 Tage ist der Fötus und dann der Fötus und dann das Embryo, das ist tote Materie. Ist kein Khalq, yani ist keine Seele da drin. Ist nur tote Materie. Dann ist man tot. Und danach, nach diesen 120 Tagen, nach 4 Monaten, wird die Seele hineingehaucht, ja, hineingelegt in diesen Körper. Ab dann zählt es als lebendig. Ab dann wirst du lebendig. Ab dann lebst du. Ab dann lebt der Mensch. Und ab dann zählen auch erst die Ahkam.
Ab dann zählen erst die Ahkam, dass du als Lebendiger zählst. Und darauf gibt es natürlich folgen dann einige. Wenn du danach stirbst, ja, wenn danach, nach diesen 120 Tagen, dieses Lebewesen aus dem Leib der Mutter kommt, auch wenn es tot zur Welt kommt, schon verstorben, im Leib dann verstorben, تجري عليه أحكام الولادة. Das heißt, wenn er danach stirbt und danach rauskommt, dann wird dieses Verstorbene gewaschen, wird Salatul al-Janaza gebetet, das Totengebet verrichtet. Die Mutter wird dann sozusagen befreit von ihrer Idda, wenn sie in der Idda ist. Die Frau hat dann, für sie zählt dann diese Zeit des Wochenbettes, das heißt, dass sie diese Zeit, die erste Zeit nicht betet und so weiter und so fort. Ja, Nufasa. Das sind Ahkam, viele Ahkam, die dann folgen, wenn es 120 Tage erreicht hat. Und die nicht zählen bevor diesen 120 Tagen, weil es dann noch nicht als Lebewesen galt. Und diese Sache zeigt uns auch, liebe Geschwister, dass der Mensch zweimal lebt und zweimal tot ist. Ja, zweimal tot ist und zweimal lebt. Wie Allah sagt im Koran. كيف تكفرون في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ja wie seid ihr ungläubig mit Allah wobei ihr doch tot wart und dann hat er euch lebendig gemacht und danach seid ihr wieder tot und danach wieder lebendig ja zweimal tot zweimal lebendig und wie Allah عز وجل auch im Koran sagt قالوا ربنا أمتنا über die Kuffar die werden sagen يوم القيامة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Sie sagen, die Kuffar werden sagen, يوم القيامة O Allah, O unser Herr ربنا خلق أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين Du hast uns zweimal sterben lassen zweimal waren wir sterblich, waren wir tot und zweimal lebendig فاعترفنا بذنوبنا O Allah, wir haben unsere Sünden, wir gestehen sie ein Gibt es eine Möglichkeit, dass wir rauskommen aus der Hölle? Ja, sie geben zu, dass sie zweimal tot waren und zweimal lebendig. Wann waren sie zweimal tot? Einmal dieser Tod. In den ersten 120 Tagen, in den ersten vier Monaten im Leib der Mutter. Tote Materie. Du bist zwar da, aber du bist tot. Du bist eine Notfa. Danach, also du bist diese Flüssigkeit, Blut, Fleisch. Ja, du bist in diesem Zustand, zählst du als tot. Danach kommt die Seele hinein, dann bist du lebendig. Und dann lebst du und lebst du und lebst du, bis du auf dieser Erde stirbst, dann bist du wieder tot. Dann ist der zweite Tod. Der erste Tod ist in den ersten 120 Tagen. Dann bist du lebendig. Danach stirbst du wieder als Mensch, so wie wir jetzt leben. Irgendwann kommt uns bald der Todesengel besuchen. Möge Allah mit uns Und dann kommt der Todesengel und nimmt dann die Seele des Menschen und dann zählt man wieder als tot. Und dann, Yawm al-Qiyamah, kommst du wieder und wirst wieder zum Leben erweckt, wenn du von deinem Grab aufstehst, Yawm al-Qiyamah. Und das ist wieder das zweite Leben, das unendliche Leben. Und dann, liebe Geschwister, und manche, hier auch nochmal eine Sache, die wir dazu nehmen als Information, weil manche Leute damit ein Problem haben, auch mit dem Verständnis dieser Sache. Sie sagen, wie kann es sein, dass Allah Azza wa Jalla sagt, dass er einige Dinge weiß, nur er selbst, einzig und alleine. Ikhtassa bi'ilm al-ghayb. Und mit einigen Sachen, dass Allah Azza wa Jalla يعني dass wir sagen und dass Allah selbst sagt وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو Allah sagt im Koran und Allah hat die Schlüssel des Verborgenen und die kennt keiner außer Allah subhanahu wa ta'ala und wie Allah auch sagt im Koran auch in Surat al-Mu'minun ja dass er das Verborgene kennt ويعلم ما في الأرحام und Allah weiß was in der Gebärmutter ist das heißt ob das ein Junge ist oder ein Mädchen da sagen wir ja wie kann das denn sein wir können es heutzutage auch wissen Weil die Ärzte wissen jetzt mit anhand ja, der Röntgenaufnahmen. Röntgenaufnahmen ist das? Nein, nicht Röntgen. Ultraschall, Entschuldigung. Röntgen ist für Knochen, ja.
Mit dem Ultraschall sieht man ja schon oder kann man schon sehen, ob das ein Junge ist oder ein Mädchen. Dann ist es ja nicht nur das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern auch von seiner Schöpfung. Aber dieser Beweis, dieser Hadith, den wir durchnehmen, ist auch ein Beweis dafür, dass dieses Wissen weiter ist von Allah subhanahu wa ta'ala als nur Junge oder Mädchen. Weil der Mensch kann nach einer Zeit wissen, und meistens ist es höchstwahrscheinlich wissen, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Und nach einer bestimmten Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala weiß vom ersten Augenblick, ja, wenn es noch ein Tropfen Wasser, Samen ist, Allah weiß, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Allah weiß schon vorher, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Bevor es überhaupt da drin ist. Bevor der Samen überhaupt reingelangt in die Gebärmutter. Und Allah weiß von diesem Menschen, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Und Allah azza wa jalla weiß, wie hier geschrieben in diesem Hadith, wie lange er leben wird. Er weiß, was in der Arham ist, was in der Gebärmutter ist, alles über ihn. Jedes einzelne Detail weiß er. Sein Rizq, seine Versorgung, wann er sterben wird, Sa'adati min Shaqawati, Paradies oder Hölle, Allah weiß alles. Und der Mensch kann nur nach einer bestimmten Zeit das wissen, genauso wie der Engel auch. Der Engel, der hineinhaucht, die Seele hineinhaucht, es wird ja auch dort festgelegt, denn der Engel weiß auch, zu dem Zeitpunkt nach 120 Tagen, dieser Engel ist auch einer von seiner Schöpfung, so wie wir. Der Engel weiß auch, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, ja, ob der, wann, wie lange er leben wird, etc. Das heißt, dieses Wissen ist nicht komplett, muss nicht heißen, dass der Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der über manche von diesen Details weiß. Das heißt, es kann sein, dass einige seiner Schöpfung, wie hier der Engel, der diese Aufgabe hat, und von diesem Hadith, von den Vorzüglichkeiten dieses Hadiths oder von den Lehren, die man nehmen kann aus diesem Hadith, ist auch, dass man weiß, dass Allah extra Engel erschaffen hat, die diese Aufgabe haben. Die Aufgabe haben, in die Gebärmutter die Seele einzuhauchen. Ja? Und dass wir wissen, dass ein Engel auch weiß, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird und so weiter und so fort. Nach 120 Tagen. Manche Leute haben eigentlich Kelder drin oder haben so Zweifel. Wie kann das denn sein? Allah sagt doch im Koran, dass nur er kennt das Verborgene und nur er kennt, was in Al-Raham ist, in der Gebärmutter ist. Ja, Allah weiß alles, was da drin ist. Und alles, was sein wird und wie der Mensch leben wird. Glücklich oder nicht glücklich und was er für Taten machen wird. Und wie er sterben wird oder ins Paradies kommt oder nicht. Und der Mensch oder der Engel weiß einige Informationen, die ihm Allah Azza wa Jalla hat, darüber Einblick gegeben hat. Allah Azza wa Jalla hat ihm dafür, darüber Wissen gegeben in manchen dieser Punkte. Und dann sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam weiter, Inna ahadakum لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ Der Prophet Muhammad s.a.w. hat geschworen sogar. Das habe ich vergessen. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَىٰ غَيْرُهُ Und eigentlich braucht der Prophet Muhammad s.a.w. natürlich nicht zu schwören, wie es uns bekannt ist. Weil die Gläubigen glauben an alles, womit die Propheten gekommen sind. Das sind ihre Eigenschaften. Der Glaube an Muhammad s.a.w. oder an die Propheten ist, zeigt uns, dass man an ihn glauben muss. Alles, womit er gekommen ist. Aber das ist nochmal als Ta'kid, als Aussagekräftigung. Ja, diese Aussage nochmal zu bekräftigen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ Ich bezeuge oder ich schwöre bei Allah, bei dem es keinen anderen gibt außer ihm. إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. Und einer von euch macht dann die Taten, er verrichtet die Taten von den Leuten des Paradieses, bis zwischen ihm und ihr und dem Paradies, also im Arabischen ihr, ja, ist feminin. Bis zwischen ihm und ihr, also ihm und das Paradies, eine Entfernung, eine Elle ist.
Das heißt, der Mensch macht dann die Taten während seines Lebens. Er macht die Taten, er führt die Taten aus von den Taten der Paradiesbewohner. Er betet, er fastet, er ist rechtschaffen. Ja? Er macht die Taten von den Leuten des Paradieses. Bis zwischen ihm und dem Paradies eine Elle ist. Eine Ellenlänge. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Und dann holt ihn das Geschriebene auf. Dann holt ihn die Vorherbestimmung auf. Das Schicksal, das, was für ihn vorbestimmt wurde. فَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا. Und danach macht er die Taten der Höllenbewohner und geht in die Hölle rein. Das heißt was? Das heißt Su'ul Khatima. Das schlechte Ende, der schlechte Abgang. Das heißt, der Mensch, es kann sein, dass du Taten machst von den Paradiesbewohnern. Du betest, du fastest, du spendest, du gehst zur Pilgerreise, du machst die Hajj, die Umrah. Ja? Gibst deine Zakat, gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala, du machst die guten Taten, Taten des Paradieses. Und dann kommt aber das, was festgeschrieben wurde, was Allah geschrieben hat. Und dann kurz vor dem Ende machst du Taten der Höllenbewohner und dann stirbst du in diesem Zustand und gehst in die Hölle rein. Und er möge Allah uns davor bewahren. Na. Na. Und der Prophet Muhammad sallam sagte weiter: "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira'. Fasbiqu 'alayhi al-kitab. Fiy'mal bi 'amali ahli al-jannah fiyadkhulaha." Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Und einer von euch und ein anderer von euch macht die Taten der Höllenbewohner sein Leben lang, bis zwischen ihm und der Hölle eine Ellenlänge ist. Und dann holt ihn die Vorherbestimmung auf und dann macht er die Taten der Paradiesbewohner und geht ins Paradies hinein. Und das zeigt uns natürlich was, liebe Geschwister? Das zeigt uns, dass es sein kann, dass du die Taten der Paradiesbewohner machst und aber im Unglauben stirbst. Oder, dass einer ein Käfer ist, ein Muschrik ist, ein Mulhid ist, Götzendiener, ein Ungläubiger ist, sein Leben lang, aber wenn Allah Azzawajal für ihn Rechtleitung geschrieben hat, dass Allah Azzawajal ihn rechtleitet, bevor er stirbt. Und das haben wir schon miterlebt oft. Dass Leute vielleicht hier, einmal hat auch einer bei einem Gelehrten, hat einer von seiner Oma berichtet, viele, viele Jahre hat er mit ihr Dawa gemacht. Und seine Mutter ist nicht, seine Großmutter hat es nicht angenommen. Und wollte nicht Muslima werden, wollte nicht gläubig werden. Erst als sie über 90 Jahre alt war, über 90, war sie 90 Jahre lang im Unglauben. Und dann hat Allah Azza wa Jalla sie recht geleitet und sie hat den Glauben angenommen und die Schahade ausgesprochen, das Glaubensbekenntnis, und drei Tage danach ist sie gestorben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala für sie Rechtleitung geschrieben hat. Weil Allah für sie das Gute wollte. Und dann natürlich, wenn wir darüber reden, dann zeigt dieser Hadith oder dieser Abschnitt uns auch wichtige Dinge, liebe Geschwister. Dass man erstens immer zwischen Al-Khawf und Raja, ja, die richtige Balance haben müssen. Der Gläubige, der muss immer die Balance haben zwischen Hoffnung und Angst. Und immer die richtige Balance haben. Man darf nicht zu viel Angst haben und zu wenig Hoffnung oder zu viel Hoffnung und wenig Angst. Wenn du zu viel Hoffnung hast, dann sagst du, dann bist du zu den Leuten, die einfach den Glauben auf die leichte Schulter nehmen. Die Allah also anbeten am Rande. Ja, und von den Leuten gibt es Menschen, die Allah anbeten, am Rand anbeten. Wenn ihm etwas Gutes trifft, alles ist gut, alles läuft nach Plan. Dann ist er noch dabei. Und wenn ihm etwas Schlechtes trifft, was passiert dann? Khalas. Dann fällt er ab, tschüss. Dann verliert er Dunya und Akhira. Dann gehört er zu den Verlierern.
Warum? Weil er hat Allah so angebetet. Wo, wie hat er ihn angebeten? Angebetet, er betet ihn an, nur mit Hoffnung. Allah Ghafur Rahim. Er macht Haram, Allah Ghafur Rahim. Trinkt Alkohol, Allah verzeiht. Allah ist allvergebend. Er macht Kufr, Allah ist vergebend. Er betet nicht, Allah ist vergebend. Bei ihm ist Allah vergebend und fertig. Er kennt nur das. Ja, er hat nur sozusagen Hoffnung, aber hat keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat vergessen, dass Allah azza wa jal, ja, vergibt, aber auch gleichzeitig hart im Bestrafen ist. Inna Allah ghafur rahim wa shadidul iqab. Allah sagt im Koran in mehreren Stellen, Allah ist allvergebend, Allah vergibt viel. Aber Allah azza wa jal ist auch hart im Bestrafen. Man muss immer zwei dazwischen sein. Und dieser Hadith ist auch deutlich in diesem Zusammenhang, dass man was? Dass man die richtige Balance haben muss zwischen Angst und Hoffnung. Und dass man, so wie die Gelehrten sagen, diese zwei Dinge haben muss wie der Vogel. Der Vogel hat zwei Flügel, die müssen gleichermaßen da sein. Kann mit einem Flügel allein, kann er nicht fliegen. Und genauso der Mensch, wenn er einen Glauben hat, Allah subhanahu wa ta'ala, der muss beides haben. Hoffnung und Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Hoffnung, und er darf die Hoffnung niemals verlieren. Auch wenn er, wie der eine, der hier im Hadith beschrieben wurde, er macht die ganze Zeit, sein Leben lang ist er im Kufr. Ist er vielleicht in Sünden, aber er darf die Hoffnung nicht verlieren. Und die als Gläubiger, als Muslim, keine Hoffnung zu haben, gehört zu den Kabair, gehört zu den größten Sünden, zu den großen Sünden, hoffnungslos zu sein. Und es führt sogar zum Kufr. Der Gläubige hat immer Hoffnung in Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah azza wa jalla ist allvergebend. Allah azza wa jalla ist barmherzig. Und seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Aber der erste Abschnitt zeigt auch was? Dass er vor Allah azza wa jalla sich niemals sicher sein darf. Er immer auch Angst haben muss vor Allah subhanahu wa ta'ala und von der Strafe Allahs. Weil er kann auch die Taten machen von den Leuten des Paradieses, sein Leben lang. Aber dann kriegt er die Su'ul Khatima wal A'yadu Billah, den schlechten Abgang, das schlechte Ende. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns und lehrte uns, innamal amalu bil khawatim. Die Taten sind entsprechen den letzten Taten oder der letzten Tat, die du machst in deinem Leben. Und man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Und derjenige, dessen letzten Worte la ilaha illallah ist, er ist im Paradies, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. So zeigt uns dieser Hadith auch, dass man immer beides haben muss. Man darf sich niemals sicher fühlen. Und man darf auch gleichzeitig niemals die Hoffnung verlieren. Beides muss gleichermaßen immer da sein beim Gläubigen. Und was wir noch davon lernen, liebe Geschwister, von diesem gewaltigen Hadith, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn einer wirklich wahrhaftig gläubig ist und die richtige Aqide hat, der richtigen Glaubenslehre folgt, der Aqide von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem einen Gott glauben, sein Tawhid reinhält, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig befolgt, Koran und Sunna, nach dem Verständnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Sahaba, diesem Grade folgt und wahrhaftig ist in seinem Iman und Ikhlas hat, dass Allah Azza wa Jal diesemjenigen auch eine Husn al-Khatima gibt. Allah Azza wa Jal, so wie auch Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, hat in einem seiner Bücher in Al-Jawab al-Kafi hat Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi was gesagt? Er sagte, es ist nicht bekannt, dass jemand, der eine richtige Aqida hatte, jemals einen schlechten Abgang hat. Ibn al-Qayyim sagt das in seinem Buch. Ja, wenn du die richtige Aqida hast und wahrhaftig bist und Ikhlas hast, so ist es nicht bekannt bei den Salaf gewesen, dass Allah azzawajal dir dann eine Su'ul Khatima gibt, dass du zum Beispiel dann auf Kufr oder in einer schlimmen Sünde oder so stirbst. Sondern du stirbst, wenn du ein Leben lang hattest im Islam, im Glauben, in Rechtschaffenheit, ja, dann stirbst du normalerweise auch so, in diesem Zustand.
außer wenn dein Iman, dein Islam war vermischt. Womit? Mit Krankheiten im Herzen. Das heißt, dass du zum Beispiel Allah angebetet hast, Allah gedient hast, aber du hast ihm gedient mit Krankheiten im Herzen. Dein Inneres war nicht wie dein Äußeres. Dein Äußeres vielleicht sah islamisch aus, sah nach Rechtschaffenheit aus, fromm aus. Aber dein Inneres war zerstört, war schlecht, war übel. Und davon natürlich an allererster Stelle die Aqida, dass du keine richtige Aqida hattest, dass du zu einer Sekte gehörst, zu extrem, in die Richtung oder in die Richtung, ja, oder im Glaube an Allah, im Glaube in den Eigenschaften und Namen Allah subhanahu wa ta'ala, in seinen Attributen, hast du Fehler gehabt. Bist du deinen Gelüsten gefolgt? Bist du mit irgendwelchen Sekten, ja, in irgendeine Extreme hineingerutscht? Oder, die Gelehrten sagen, das ist ein großer Grund dafür, dass man dann vielleicht lebt im Islam, aber am Ende hast du ein schlechtes Ende. Oder, dass du in deinem Herzen war Krankheit von Eigenschaften der Heuchelei, An-Nifaq, dass du Heuchelei in deinem Herzen hattest. Oder, dass du in deinem Herzen deine Ibadah, deine Anbetungen, dein Islam war vermischt mit Sum'a und Riyah, dass du viele Taten, deine Taten waren vermischt, andauernd wolltest du immer von den Leuten gesehen werden, gelobt werden, gehört werden. Ja, der Bruder ist, Mashallah, der ist voll spendabel und so. Mashallah, der Bruder ist voll, der ist voll stabil, der ist voll stark, der ist richtig dabei. Der Bruder kann Koran auswendig, der Bruder ist das, der Bruder macht das, der Bruder spendet, der Bruder, ja, irgendwas. Ja, das gefällt dir. Das heißt, deine Taten im Islam, der Bruder, Mashallah, der ist jedes Gebet ist in der Moschee erste Reihe. Das heißt natürlich nicht, dass man, ja, das unterlässt, damit die das nicht sagen. Aber dein richtiges, wie du das messen kannst, ob man Ikhlas hat oder nicht, damit, das kann man messen mit einer Sache. Wenn die Leute aufhören, dich zu loben, würdest du das Gleiche genauso gleich machen oder nicht? Genauso in der gleichen Menge und so weiter. Oder die Leute dich tadeln würden, würdest du es genauso machen oder nicht? Damit kannst du abmessen, ob du die Sachen mit Ikhlas machst oder nicht. Ob du die Taten hast, ob du einige Taten hast, auch die Verborgenen, die keiner sieht. Spendest du nur, wenn du gesehen wirst? Betest du nur, wenn du gesehen wirst? Fastest du nur, wenn du gesehen wirst? Daran kannst du messen, ob da bei dir, ja, kannst du abmessen, ob bei dir Ikhlas ist oder nicht. Und wie gesagt, wenn du diese Sache nicht hast, wenn du frei davon bist, das heißt, du hast die richtige Aqida, du bist aufrichtig mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit Ikhlas, und du hast keinen Nifaq, keine Heuchelei, keine Augendienerei in deinen Taten, das heißt, du versuchst dein Herz zu reinigen von jedem Übel. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Allah sagt im Koran, derjenige ist erfolgreich, der seine Seele was? Reinigt, läutert, repariert. Wir haben alle Fehler in unserem Herzen, alle Sünden, alle schlechten Sachen. Aber wer ist der Erfolgreiche? Der sein Herz reinigt. Und das lernt man von diesem Hadith. Dass wenn du dein Herz nicht reinigst, dein Herz von außen siehst du gut aus, aber dein Herz ist Schrott. Es kann sein. Richtig oder nicht? Und das macht auch Imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, macht das auch klar in der Erklärung von diesem Hadith. Ich glaube in Sahih Muslim oder in Targhib, eins von beiden, macht Imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, Schrach von diesem Hadith. Er erläutert diesen Hadith. Und in diesem erläuterten Hadith gibt es eine Ziyada, ein paar Wörter mehr als in diesem Hadith. Denn er sagte, und auch diese Ziyada, auch diese, was zugefügt ist, oder was in dem anderen Hadith mehr drin steht, ist auch authentisch überliefert. Ja? Und da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Subhanallah. Ja, also in diesem anderen Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht das auch drin, so wie hier,
Aber da ist noch etwas dazugefügt. Da steht, und einer von euch macht die Taten der Paradiesbewohner fima yabdu linnas, so wie es bei den Menschen aussieht, ja, so wie es optisch danach aussieht. Und dann, ja, also er macht die Taten der Leute des Paradieses. Er betet, er fastet, er, ja, fima yabdu linnas. Also die Leute sehen das so. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Weil Allah kennt das, was drin ist. Weil du kannst es auch machen als Heuchler. Ja? Hundertprozentiger Heuchler, ein Ungläubiger. Nicht ein paar Eigenschaften der Heuchler. Weil derjenige, der die Eigenschaften der Heuchler hat, ist kein Heuchler. Ist ein Muslim. Derjenige, auch wenn du alle Eigenschaften hast der Heuchler, bist du trotzdem ein Muslim. Mit Ijmer. Aber du bist sehr, sehr, sehr gefährlich. Lebst du. Ja, dass du von der Religion abfällst oder dass das mit dir passiert. Dass du am letzten Tag, deine letzte Tat eine schlimme Tat sein wird und dass du auf Kufr stirbst. Aber trotzdem, wenn du die Eigenschaften hast, der Heuchler, bist du trotzdem Muslim. Bist du kein guter Muslim, schlechter Muslim, gläubig, aber schlecht. Ja, nicht fromm, nicht rechtschaffen, nicht gottesfürchtig. Bist du ein Sünder, ein Fasik, ein Muslim, ein, ja, kannst du alles Mögliche sein. So kannst du auch keinen vollständigen Iman haben. Aber du bist dennoch Muslim. Aber du kannst diese ganzen Taten machen. Du kannst auch hier vorne sitzen und predigen und vorbeten. Und du kannst an der Front vielleicht kämpfen als Soldat, wenn du in einem Land bist, wo es Krieg gibt und du bist ein Soldat. Und du kannst aber ein hundertprozentiger Heuchler sein. Ungläubig sein. Deine Bleibe wird sein, wal'iyadu billah, in tiefsten Punkten von Jahannam. Möge Allah bewahren. Möge Allah uns davon bewahren, alle. Und uns recht leiten. Aber das kann sein. Ja? Aber wie sieht der Mensch aus? Sieht er aus wie ein Ungläubiger? Wie ein Heuchler? Nein. Zur Zeit des Propheten Mohammed, was sind die Heuchler? Was haben die mit ihm gemacht? Sie haben gebetet, gefastet, Hajj gemacht, Jihad, sie haben ihr Leben riskiert, haben alles gemacht. Und sie waren hundertprozentige Heuchler. Der Prophet Mohammed hat ihre Namen. Komplett ihre Namen, der und der und der und der. Diesen Heuchler, Allah hat ihm diesen Namen gegeben. Der ist ein Heuchler. Hundertprozentiger Heuchler, ungläubig. Er sieht aus wie ein Gläubiger, aber von innen, er glaubt überhaupt nicht an Allah. Aber die Menschen sehen ihn wie? Sehen ihn als gläubig, weil das kennen wir ja nicht. Aber ist uns befohlen worden, dass wir rumgucken und filtern, ob einer gläubig ist oder ein Heuchler ist? Oder wonach gehen wir? Nein, wir gehen nach dem Äußeren. Wir gehen nach dem Äußeren, so wie der Prophet Mohammed das auch gesagt hat. Wir gehen nach dem Äußeren. Siehst du aus wie ein Muslim, machst du die Taten eines Muslims, bist du für uns Muslim. Tayyib, liebe Geschwister, barakallahu fikum, und jazakumullahu khairan, und als letztes noch vielleicht auch die Sahaba, die hatten auch viel Angst. Diese Hadith und diese Arten von Hadith haben ihnen auch viel Angst gemacht, weil sie Angst hatten vor den Sawabiq und den Khawatim. Sawabiq, ma sabaqa fil kitab. Sie hatten Angst vor dem, was niedergeschrieben wurde, weil sie wussten nicht, wie ihr Ende sein wird. So waren die Salaf, die Sahaba, haben viel Angst davor gehabt. Sie wussten nicht, was für sie geschrieben steht. Und deswegen sagte zum Beispiel Sufyan al-Thawri oder Hassan al-Basri, einer von den beiden, er hat geweint und geweint und geweint. Und er sagte zu ihm, oh Imam, du, warum weinst du? Du bist so ein großer Imam, warum weinst du? Er sagte, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass am Ende meines Lebens, dass ich am Ende meines Lebens, am letzten Tag, in den letzten Augenblick, die Taten des Höllenfeuers mache und auf Kufr sterbe. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, auch noch eine Sache, eine andere Sache noch, damit ich inshallah zum Ende komme. Ich glaube, schon eine Stunde um, oder? Nein. Trotzdem, inshallah, das ist zu viel sonst. Das zeigt uns auch, liebe Geschwister, dass man niemals auch hoffnungslos ist, wenn jemand krank ist, dass man mit ihm Da'wah macht. Dass man mit ihm Da'wah macht. Und mir wurde schon berichtet, dass es Leute gibt und eine Person
Er hat sich extra sich als Aufgabe genommen, mit kranken Leuten, die ihm in ihrem Sterbebett liegen oder allgemein krank sind, dass er mit ihnen Dawah macht. Und dieser Bruder erzählte, dass bei ihm viele Leute den Islam angenommen haben, den Glauben angenommen haben und dann gestorben sind. Und er war selber dafür. Und es gibt andere Geschwister, die haben sich zur Aufgabe genommen, in Altersheime zu gehen und mit alten Menschen Dawah zu machen. Weil diese Leute, sie haben sowieso ein schweres Leben, einsam, von ihren Kindern verstoßen und vergessen, möge Allah uns davon bewahren, was natürlich auch haram ist, sowas zu machen, als Muslim, seine Eltern in ein Altersheim abzugeben und ganz besonders in einem Land der Nicht-Muslime und sie dort verkommen zu lassen oder enden zu lassen, ohne für sie oder ohne um sich um sie richtig zu kümmern und jeden Tag zu besuchen. Und um sie zu sorgen. Ich sagte grundlos, weil es kann sein, dass einer oder andere vielleicht selber krank ist und er muss dreimal die Woche zum Krankenhaus, hat an den Geräten geschlossen wird, weil er das und das hat und so weiter. Es gibt Ausnahmefälle. Aber im Grunde genommen, allgemein, es ist verboten, dass du deine Eltern in ein Altersheim steckst, weil du beschäftigt bist. Mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit Arbeit. Das ist der größte Die größte Form von Undankbarkeit, die man machen kann. Und dieser Bruder, der das macht, der sich um diese Leute kümmert, oder diese Brüder, die haben davon berichtet, besonders in den Ländern, die nicht islamisch sind, wie in Europa zum Beispiel, oder in den Staaten oder Australien oder so, dass es ja die Leute gibt, Muslime, die, weil sie beschäftigt sind mit ihrem eigenen Leben, man ist ja beschäftigt, dass Kinder fahren, abholen, Sport, Schule, einkaufen, arbeiten, du bist beschäftigt, so ist das Leben einfach. Die dann beschäftigt sind mit ihrem eigenen Leben und keine Zeit haben für ihre Eltern. Und die Ehefrau vielleicht auch keine Zeit hat für seine Eltern oder für ihre Eltern oder ihre beide Eltern oder weil sie selber beschäftigt ist oder keine Lust hat oder mit ihnen sich nicht gut versteht. Dann entscheiden die sich, diese Leute in ein Altersheim abzugeben. Und dann natürlich, weil er beschäftigt ist, geht er nur einmal die Woche am Wochenende hin. Oder ab und zu mal, oder zum Eid, oder wie auch immer. Und dann wurde berichtet, dass manche von ihnen dort, weil dort natürlich im Altersheim, sind ja oft christliche Altersheime, dort manche auch Nonnen arbeiten, oder Christen arbeiten. Und dann manche von ihnen, und sie auch besucht werden von Zeugen Jehovas und anderen Leuten, Missionaren, die zum Christentum rufen, und manche von ihnen Muslime sind oder waren, und dann in den letzten Augenblicken sie dort die Minuten geblieben sind mit Missionaren von Zeugen Jehovas oder anderen und sie wurden zum Christentum oder zu einer Religion eingeladen und sie haben dann den Islam verlassen und sind so gestorben. Und das ist natürlich, wie gesagt, die höchste Form von Undankbarkeit den Eltern gegenüber und eine große und schlimme Sünde. Und als große Gelehrte darüber gefragt wurden, sagten sie, dass es eine Aufgabe ist, dass man unbedingt sich um diese Leute kümmern soll. Also wenn du weißt, dass irgendwo in einem Altersheim Muslime sind und sie dort abgegeben wurden, vergessen wurden, dass du sie besuchst, dass du dich um sie kümmerst oder auch als Gemeinde, ja, und so weiter und so fort, dass du sie an Allah erinnerst. Und sogar wenn es möglich wäre, dass man sie sogar da rausholt. Und dass es eine Pflicht ist, im Islam sowas zu machen. Denn sowas darf nicht sein normalerweise. Oder dass man Altersheime gründet für Muslime. Weil sowas kann nicht sein, ein Muslim so einer Sache auszusetzen. Einer so großen Gefahr auszusetzen. Ist nicht erlaubt, im Islam sowas zu machen. Und deswegen ist das eine wichtige Sache, die uns in diesem Hadith beigebracht wird. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu uns, لَقِنُوا مَوْتَكُمُ الشَّهَادَ. Richtig oder nicht? Wenn jemand bei dir stirbt, gerade im Sterben liegt, was musst du machen? Du weißt jetzt gerade, er liegt im Sterben, er hat seine letzten Minuten sind gerade. Und man kriegt das manchmal mit. Ja, wie jemand gerade im Sterben liegt oder gerade stirbt. Dann sollst du ihm die Schahade sagen, dass er die Schahade nachspricht, das Glaubensbekenntnis. Und die Gelehrten sagen, wenn er das ausgesprochen hat, danach versuch nicht mehr zu reden mit ihm. Lass ihn so.
nicht mehr mit ihm reden, damit er danach nichts mehr redet. Damit er sein letztes Wort das Glaubensbekenntnis war. Wenn er wieder etwas sagt, etwas anderes redet, dann versuche ihn wieder an das Glaubensbekenntnis zu erinnern. Damit es sein letztes Wort ist. Und wenn er aber auch mit Vernunft machen und nicht unter Druck setzen, weil er hat gerade momentan, er spürt und sieht Sachen, die du gar nicht spürst und sehen kannst. In diesem Augenblick im Sterben, Sakarat al-Maut, es wird ja genannt, die Trunkenheit des Todes. Du bist wie trunken. Weil dann fängt, ab dann, das ist der Übergang zu Akhira, zwischen Dunya und Akhira bist du gerade im Augenblick. In dem Augenblick, wenn Malak al-Maut kommt und seine Seele nimmt, siehst du andere Sachen. Und deswegen in dem Augenblick darfst du ihn nicht unter Druck setzen. Sag und so. Und nein, du sagst es einfach zum Beispiel. Ohne zu ihm zu sagen, sag es, sag mir nach, so und so. Du kannst es vielleicht versuchen, aber wenn du siehst, dass er ja, nervös ist oder nicht ganz dabei ist, dann vorsichtig sein mit dieser Sache. Aber sag es ihm. Oder sag einfach neben ihm, La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Und dann, wenn du siehst, er hat das gesagt, dann sei ruhig. Versuch das, lass ihn so sterben. Wenn er außer er sagt wieder was anderes, dann versuchst du ihn wieder daran zu erinnern. Damit sein letztes Wort die Shahada ist, möge Allah Azza wa Jalla uns. Möge Allah Azza wa Jalla uns nicht anders sterben lassen, außer mit dieser Shahada, dass unser letztes Wort die Shahada sein wird. Allahumma ij'al akhir kalamina min dar ad-dunya la ilaha illa. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم يا ربنا اهدنا صراطك المستقيم وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا من دار الدنيا لا إله إلا الله اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين يا رب العالمين اللهم ثبتنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك ورضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم أعتق رقابنا من النار وارزقنا جناتك الفردوس الأعلى اللهم تعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم كن عبادك المستضعفين في بورما اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم شف مرضاهم ودوي جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم اطعمهم واسقهم واكسهم اللهم كن لهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين